Danke, Frau Vorsitzende. Phobie, also quasi krankhafte Angst vor dem Islam. Nun, ich habe geglaubt, die Zeiten, dass man Menschen, die Sorge vor Verletzungen von Menschenrechten haben, die Sorge vor religiöser Intoleranz haben, also dass diese Menschen, die wir nun als krank bezeichnen, dass diese Zeiten vorbei sind. Und wenn jemand Kritik übt, auch den dann krank zu nehmen, das erinnert mich an Strickmustermechanismen aus Nazizeit und Kommunismus, meine Damen und Herren. Wir sollten daher nicht scheinheilig sein, sollten die Probleme offen, die es mit Islamismus in Europa gibt, beim Namen nennen. Und wir sollten auch mit moderaten Moslems zusammenarbeiten und als Partner anhören. Ich kenne zahlreiche engagierte, tolerante Moslems, schätze ihren Mut, und manche von ihnen, dieser Intellektuellen, werden von ihren Glaubensbrüdern per einer Fatwa mit dem Tode bedroht. Wir sollten daher auch besorgt sein. Wir sollten an der Seite dieser mutigen Mitbürger stehen und ganz offen die Sachen beim Namen nennen und ansprechen.